Meine sehr geehrten Damen und Herren, Europa wählt, aber hat Europa auch eine Wahl? Können wir wählen? Können wir wählen, ob wir in eine Energiezukunft gehen, die genau das auch widerspiegelt, was wir von Österreichs Energie immer wieder fordern und was auch unsere Mitgliedsunternehmen und Betriebe sicherstellen, nämlich, dass die Energieversorgung sicher, sauber und leistbar ist? Haben wir diesen Mut auch auf europäischer Ebene? Und wenn wir uns das ansehen, dann wissen wir, dass gerade die Energiezukunft über die Zukunft auch Europas ganz maßgeblich mitentscheiden wird. Aber wenn wir uns ansehen, welche Themen momentan auf europäischer Ebene diskutiert werden, womit wir uns und man sich beschäftigt, dann bestimmen das europäisch-politische Tagesthema heute ganz andere Themen. Da beschäftigt sich die EU mit sich selbst, mit inneren und äußeren Gegebenheiten, mit der Position auch und der Positionierung zu Staaten und zu anderen Staatenbünden, Minderheiten, Sicherheit, Brexit, das sind die wesentlichen Themen. Aber eigentlich müsste die europäische Energiepolitik viel, viel stärker in den Mittelpunkt der Diskussion gerückt werden, müsste ein ganz zentrales Thema sein, weil die europäische Gemeinschaft sich sehr stark über eine gemeinsame Energiepolitik definiert. Und wenn wir uns die Strategie und auch die strategischen Ziele der EU ansehen, gerade im Energie- und Klimabereich, dann sind es drei wesentliche strategische mittel- bis langfristige Ziele, die hier verfolgt werden. Erstens die Beseitigung oder die Bewältigung des Klimas oder der Klimakrise. Wie? Klar durch den Ausbau der Erneuerbaren. Zweitens das Halten und der Ausbau eines sehr, sehr hohen Grades an Versorgungssicherheit. Und der dritte Bereich, Wettbewerb im Energiebereich. Wie? Durch Ausbau und durch Schaffung eines Binnenmarktes. Und wenn wir uns diese drei Ziele, diese drei strategischen Vorgaben ansehen, dann müssen wir heute möglicherweise sogar sagen, dass sie in Gefahr sind oder zumindest gar nicht mehr so stark verfolgt werden, wie sie verfolgt werden müssten. Und da ist es wieder auch Aufgabe eines Interessensverbandes wie der österreichischen Energie oder Österreichs Energie, immer wieder auch darauf hinzuweisen, dass wir nur in einem abgestimmten gesamteuropäischen energiepolitischen Kontext dieses Jahrhundertziel, nämlich der Dekarbonisierung, der CO2-Neutralität und auch des Klimaschutzes im Sinne von Energiewende nur gemeinsam verfolgen und nur gemeinsam erreichen werden. Und daher fordern wir auch, und Sie haben es ein wenig auch schon gesehen, im Vorspann in 10 Punkten, mit 10 Punkten, die Neuaufstellung unserer energiepolitischen Zukunft. 3 Punkte sind es, die mir besonders wichtig sind und die wir herausgreifen, gerade als Österreichs Energie. Ein wenig wieder angelehnt auch an diese klimapolitischen, strategischen Ziele der EU. Erstens, erneuerbare Energien, Ausbau der Erneuerbaren. Schon zu lange warten wir eigentlich jetzt auf dieses EAG, Erneuerbaren-Ausbaugesetz in Österreich. Ein sehr ambitioniertes Ziel, ein sehr ambitionierter Masterplan, die Mission 2030, die wir auch unterstützt haben, sehr stark im Übrigen, lautet und gibt vor, bis ins Jahr 2030 100% der Stromversorgung, des Stromverbrauchs national bilanziell aus Erneuerbaren zu generieren. Ein unglaublich ambitioniertes, ein unglaublich spannendes Ziel. Aber jetzt geht es in die Umsetzung. Jetzt geht es da
dazu, auch die Mittel zu schaffen, die wir brauchen, um diese Ziele auch umzusetzen. Und nicht nur in politischer Hinsicht, sondern tatsächlich heruntergebrochen in die Umsetzung. Daher fordern wir jetzt in diesem Erneuerbaren Ausbaugesetz, dass die Mittel geschaffen werden, und aus Österreichs Energiesicht ist das erstens ein Ausschreibungsverfahren, das heißt ein Auktionierungsverfahren, bei dem wir technologiespezifische Ausschreibungen haben wollen, damit nicht nur Wind, Photovoltaik oder Wasser als Klumpenrisiko sozusagen gefördert werden, sondern auf allen Ebenen. Zweiter Punkt, die Annäherung an den Markt heißt eine Marktprämie, eine variable Marktprämie, um den Erzeuger in den Wettbewerb stärker zu bringen und damit auch eine Entlastung auch des öffentlichen Haushaltes zusammenzubringen. Das ist die Forderung, die es gibt. Wir bringen uns da ein, das Erneuerbaren-Ausbaugesetz muss jetzt auf die Schiene gebracht werden. Die Vorschläge liegen vor. Erster Punkt. Und im Übrigen, wenn wir uns nochmals ansehen, und die Studien auch von Österreichs Energie liegen vor, dass für dieses Ziel, nämlich der hundertprozentigen Erneuerung, 30 Terawattstunden in den nächsten 10 Jahren zusätzlich gebraucht werden. 30 Terawattstunden. Und 2030 ist nicht übermorgen, das ist schon morgen. Und wenn wir wissen, dass wir einige Hemmnisse noch haben, rede gar nicht vom Behördenverfahren, dann müssen wir jetzt anfangen und dann muss man uns auch jetzt die Möglichkeiten geben, zu investieren. Massiver Ausbau, massive Investition, Anreize für den Ausbau der Erneuerbaren. Zweiter Punkt, das Thema Versorgungssicherheit. Das Thema Versorgungssicherheit ist ein ganz klares Thema. Netzausbau, Absicherung der Netzinfrastruktur, auch ein klares Bekenntnis. Wir brauchen Infrastruktur. Wir brauchen Infrastruktur, sonst werden wir die Ziele nicht erreichen, die Erneuerbaren massiv auszubauen. Und die Absicherung des Versorgungssicherheitsgrades, 99,99% Versorgungssicherheit hat Österreich. Ein Spitzenwert, der sonst in der EU nicht erreicht wird. Diese Absicherung bedeutet auch die Investition und Anreize für Netze. Und daher fordern wir hier auch, dass es Investitionsanreize in die Netze gibt, das heißt tarifarische Anreize, verursachungsgerechte Tarife, Angebot der Stunde. Und genauso gleichbedeutend ist mit diesem Thema das Thema Speicher- und Flexibilisierungsthematiken. Wenn ich volatile Erzeugung habe, wenn ich Netze habe, dann brauche ich auch den Ausgleich und den schaffe ich nur über Speicher- und Flexibilitätsoptionen. Eine Studie, die wir beim letzten Trendforum vorgestellt haben, über das AIT, sagt, 10 Terawattstunden im Jahr brauchen wir als Ausgleich in den Netzen. Das heißt massive auch Forcierung daher ja der Netzinfrastruktur. Und die Speicherthematik heißt auch nochmals Investitionen in Speicher. Und für uns sind es natürlich im Wesentlichen, weil wir diese Maßnahmen und diese Möglichkeiten haben, Pumpspeicherkraftwerke, aber auch andere Speichermöglichkeiten bis hin auch, ja, auch zu Batteriespeichern etc. Und daher brauchen wir die Anreize, auch in die Speicher investieren zu können. Wie? Indem eine Forderung von uns ganz klar lautet, Abschaffung der doppelten Besteuerung, das heißt einer Netzgebühr oder Netzgebühren für die Speicher. Und der dritte Punkt, wiederum anschließend an die europäischen klimastrategischen Ziele, der gemeinsame Markt. Ein Binnenmarkt. Abschaffung der Grenzen, Auflösung der Grenzen. Wenn wir ein Marktgebiet hatten, das Deutschland, Österreich hat und dann wiederum das vernichten, indem wir wieder Zonierungen, Grenzen einziehen, dann widerspricht das völlig dem europäischen Wettbewerbsgedanke. Daher die Forderung von Österreichs Energie, Abschaffung dieser Preiszinnen, diese Preisgrenzen, Abschaffung dieser Kapazitätsgrenzen und auch auf europäischer Ebene Abschaffung von regulierten Preisen, die es in einigen europäischen Staaten noch gibt. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh und sehr dankbar, dass wir mit Ihnen auch sehr starke Vertreter im Europäischen Parlament haben. Vertreter, die sicherlich die Energiepolitik wieder ins Zentrum auch der europäischen und auch der nationalen Diskussion bringen und bringen werden. Das brauchen wir
ohne starke Vertretung in Brüssel ist die österreichische Energiepolitik nur halb so viel wert.